Hallo zusammen, ich habe letzte Woche Kurzschlussvideos gedreht mit unserer 150 Ampere Batterie. Und da haben wir mit dieser Brücke mit einer 160 Ampere Sicherung Kurzschluss gemacht. Das Video verlinke ich euch natürlich. Und die Sicherung ist ganz geblieben, aber die Batterie hat ausgestellt. Jetzt kam das Thema, wie sieht das aus bei einer Liontron? Ich habe jetzt hier eine 100 Ampere Liontron Batterie, eine Arctic. Da verlinke ich euch das Video, dass die nicht funktioniert, wenn es kalt ist. Sonst ist die Batterie okay, super. Und ich habe hier einen Wechselrichter angeschlossen. Den könnt ihr jetzt einschalten und hier ein bisschen Strom geben. Mit einem lauten Lüfter, damit er hört, dass er funktioniert. Und ich habe hier eine Kontrolllampe hier angeschlossen, plus minus, dass ihr seht, dass hier Spannung drauf ist. Der Unterschied zwischen unseren Batterien, ob die 100, 150 oder 200 AH Batterie, die haben alles gleiche BMS drin. Bei Liontron, da verlinke ich euch unten das Datenblatt, die hat 150 Ampere Dauerstrom und 20 Sekunden 200 Ampere Leistung. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Kurzschluss mache, fließen an sich hier in der Lampe etwa 5 Ampere. 20 Sekunden, in 20 Sekunden sollte diese Lampe Sicherung durchbrennen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Kurzschluss mache, sollte diese 160 Ampere Sicherung durchschmelzen. Bei uns hält sie, da schaltet das BMS ab. Und los geht's! Kurzschluss! Das war jetzt nicht wie erwartet. Hier jetzt auch das BMS abgeschaltet, weil ich natürlich kurzfristig mehr habe. Aber hier hat die Sicherung auch gehalten. Und jetzt ist es so, bei unserer Batterie muss ich hier trennen, dass ich wieder Strom habe. Und ich hoffe, habe ich noch nie probiert, das geht hier auch. Also hier trennen. Bei unserem muss man einmal Halleluja singen und dann wieder anschließen. Und dann geht das. Bei unserer Batterie. Ich habe jetzt hier nicht Halleluja gesungen. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Batterie jetzt machen soll. Wie lange geht Halleluja? Ich habe jetzt hier komplett getrennt. Und hier funkt's. Also hier reicht nicht einmal Halleluja, sondern ich muss hier vielleicht Happy Birthday noch dazu singen. Und dann geht das wieder. Ich kann auch den Föhn wieder hier einschalten. Ich nehme es an. Ja, funktioniert. Also, die 200 Ampere, was im Beschrieb drin ist, funktioniert nicht. 20 Sekunden, war dann kurzfristig wahrscheinlich mehr. Ja, das soll der Test gewesen sein mit der Lithium-Batterie, mit der Liontron-Batterie. Eben nicht einmal Halleluja singen, zweimal und dann kommt die wieder. Das war's gewesen. Wenn ihr weiter Fragen habt zu den Batterien, fragt mich an. Ich verlinke euch hier das Video, wo ich den gleichen Test gemacht habe mit dieser Batterie. Und hier ein Link auf die Liontron-Batterie, die Arctic. Die sollte ja bei minus 30 Grad noch funktionieren.
die ist in 10 Minuten tot. Und auch da hier habe ich gedacht, die ist jetzt kaputt gegangen. Nein, sie funktioniert. Von dem her zweimal Halleluja singen und dann, ja, beten nützt immer. Und dann zu unserer Aktion, wenn ihr so eine Leintron möchtet oder eine von uns, die Preise findet ihr, verlinke ich euch den Link zu unserer Seite unten. Wir bauen euch diese Batterien ein in eurem Wohnmobil, wenn ihr bei uns vorbeifährt, für einen Pauschalpreis von 100 Schweizer Franken. Komplett Einbau inklusive Umprogrammierung von Ladegerät, Ladebooster, Solarregler, eventuell Ladegerät, wenn das möglich ist, und inklusive eventuell Klemmen, die es noch braucht, alles pauschal für 100 Schweizer Franken. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.